Gut, das war eindeutig Smart Rhino, also die ehemalige Spundwandfläche, eingebettet in die Nordwärtsgebietskulisse, eingebettet in das Konzept für die internationale Gartenbauausstellung 2027. Das hat sich immer weiter positiv gewandelt. Wir haben mit Sicherheit durch das Phoenix-Projekt, aber auch durch viele andere Projekte, Tiergalerie, U und anderes, ein paar Leuchttürme, ein paar Hingucker geschaffen, was Vertrauen im Markt geschaffen hat, dass wir unsere Projekte fertig kriegen mit einer hohen Qualität, dass man verlässlich ist, dass die Planungsverwaltung, alle anderen Teile der Verwaltung zügig, schnell arbeiten, dass Qualität so gesteuert wird, dass alle zufrieden sind. Ja, ich glaube, es ist allen deutlich geworden, auch in diesem Jahr wieder, sowohl den Vertretern der Metropole Ruhr, aber auch denen, die zu uns kommen, dass wir ein ganz wesentlicher Faktor sind in der Immobilienentwicklung der Bundesrepublik Deutschland, in Europa, kann man sagen, weil bei uns eine Gebietskulisse existiert mit hervorragenden Voraussetzungen, mit einem großen Potenzial, anders in den Standorten, die wir alle hören und kennen, bei uns nur richtig was geht. Und deshalb haben wir eine unglaublich positive Resonanz, weil die dann auch teilweise überrascht sind über die Angebote, die wir machen können und über die Vorschläge, wie schnell dann auch Flächen in die Entwicklung gehen können. Und ich glaube, das gilt für die gesamte Region. Und das ist sehr schön, in diesem Zusammenhang zu arbeiten.